Amen. Der Titel meiner Predigt ist heute Verteidigung gegen die Widersacher und Kritiker. Verteidigung gegen die Widersacher und Kritiker. Und was wir hier in 2. Samuel 23 gelesen haben, ist eine Auflistung von Helden, die gekämpft haben, die sich nicht zu schade waren, einzustehen gegen die Widersacher des Herrn, gegen die Philister. Und was du verstehen musst, ist, dass Verteidigung, dass Kampf notwendig werden, dass Konflikte notwendig werden, wenn die Widersacher kommen. Und weißt du, was die Widersacher werden kommen? Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also nicht vielleicht, sondern du wirst Verfolgung erleiden, wenn du gegen die Widersacher des Herrn kämpfst, wenn du gottesfürchtig leben willst. Es werden Widersacher kommen. Und wir lesen in 1. Korinther 16, Vers 9, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Das bedeutet, es hat sich ihm eine Chance gegeben. Gott hat eine Chance geschaffen, das Evangelium zu verkündigen. Eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Also erstmal denkt man, es ist alles positiv. Eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Das Ding ist, gerade wenn wir Seelengewinn gehen, wenn wir das Evangelium verkündigen wollen, dann werden wir Widersacher haben. Dann wird es Leute geben, denen das nicht gefällt, die ein falsches Evangelium glauben, die Feinde des Kreuzes sind. Und diese Widersacher werden kommen, definitiv. Und es werden viele sein, sagt die Bibel. Und wir lesen nochmal 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 11. 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 11 und 12. Schlag das mit mir auf, bitte. Und nach ihm Schammer, der Sohn Arges des Hararitas. Als die Philister sich zu einer Schar sammelten, war dort ein Ackerstück voll Linsen. Und als das Volk vor den Philistern die Flucht ergriff, da trat er mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister. Und der Herr bewirkte eine große Rettung. Also stell dir die Situation vor. Israel wird angegriffen von den Philistern. Typische Situation im Alten Testament. Und was macht das Volk? Das Volk ist nicht gottesfürchtig. Das Volk war gottlos. Das ist geflohen. Ja? In den Sprüchen lesen wir, dass die Gottesfürchtigen, dass die Gerechten mutig sind wie ein junger Löwe ungefähr. Sie waren nicht mutig. Warum? Weil sie nicht dem Herrn treu waren. Aber was macht Schammer? Was macht der eine Held? Er steht auf und er sagt, ich gehe auf dieses Ackerstück hier einfach, auf dieses Ackerstück voll Linsen, suche mir diesen kleinen Ort aus, stelle mich da drauf und bleibe da stehen und werde mich nicht wegbewegen, bis ich gegen die Philister gekämpft habe. Er sagt, das ist der Ort, an dem ich stehen werde. Ich bleibe stehen, ich werde mich nicht wegbewegen und kämpfe gegen die Feinde des Herrn, gegen die Feinde des Volkes Gottes, gegen die Philister. Und er schlug die Philister, er alleine, Schammer. Und was lesen wir in 1. Korinther 16, Vers 13? 1. Korinther 16, Vers 13. Und das gilt gerade für dich als Mann. Wenn du ein Mann bist, dann solltest du das tun, was in 1. Korinther 16, Vers 13 steht. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Also steht fest im Glauben. Nicht heute glaube ich dies, morgen das, sondern steht fest im Glauben. Gerade wenn es um das Evangelium geht, wenn es um Seelengewinn geht, wenn es um die Wahrheit geht, um Gerechtigkeit, dann sollen wir feststehen, sagt die Bibel. Dann sollen wir wie Schammer sein, der sagt, das ist der Ort, an dem ich stehe, das ist, was ich glaube, und ich werde mich nicht wegbewegen und werde es verteidigen, was ich glaube, werde die Wahrheit verteidigen, werde die Bibel verteidigen und werde Partei ergreifen für den Herrn, einstehen gegen die Feinde Gottes. Und weißt du was, wenn du nicht bereit bist, für den Herrn einzustehen, wenn du nicht bereit bist, für das Wort Gottes einzustehen, wenn du nicht bereit bist, für Seelengewinn einzustehen, für Wahrheit, für Gerechtigkeit, warum machst du dich dann nicht einfach vom Acker? Warum machst du dich dann nicht einfach vom Linsenacker, sozusagen? Aber sei wie Schammer stattdessen und geh auf den Acker, sage, ich gehe auf diesen Acker und werde arbeiten und werde verteidigen, was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist, wofür ich brenne. Und werde verteidigen das Volk Gottes, werde sein Wort verteidigen und werde nicht klein beigeben. Und wir brauchen keine Feiglinge, die nicht kämpfen wollen. Brauchen wir nicht. Deutschland, diese Gesellschaft, diese durchgeknallte Zeit, braucht Männer Gottes, die aufstehen, die feststehen im Glauben, die Partei ergreifen für den Herrn, ja, und die für sein Volk kämpfen und die Angriffe der Widersacher, der Kritiker abwenden. Es muss jemanden geben. Und ich habe nichts übrig für Leute, die sich Christen nennen und die nicht den Herrn verteidigen wollen. Und lasst mich euch ein Beispiel geben. Eindeutige Feinde Gottes, Verworfene, die den Herrn hassen, die den Herrn lästern, wenn du die auch nur annähernd kritisierst, auch sie entlarvst als das, was sie sind, dann wirst du Probleme bekommen mit manchen Christen. Dann wirst du kritisiert von Christen. Ist das nicht durchgeknallt? Und das habe ich mir nicht ausgedacht.
Ich kenne solche Beispiele. Christen, die dann sagen, oder Leute, die sich Christen nennen und sagen, mein Gott ist größer, mein Gott steht da drüber, über den Lästerern, mein Gott ist größer, ich will nicht kämpfen, ich will nicht den Herrn verteidigen. Also ergo, sie stellen sich auf die Seite der Feinde, ja, und kritisieren mich, dass ich gegen die Feinde des Herrn kämpfe. Wie durchgeknallt ist das? Und wenn man sagt, dass wir kämpfen sollen als Christen, dass wir stark stehen sollen im Glauben, dass wir für die Wahrheit einstehen sollen, dann wirst du Widersacher unter angeblichen Christen haben. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Mein erster Punkt war, einstehen für Wahrheit und Gerechtigkeit, gegen die Widersacher des Herrn, stark stehen und kämpfen. Mein zweiter Punkt ist der, biblische Begründung für Verteidigung. Wir brauchen eine biblische Begründung für Verteidigung, denn es gibt ja Christen, angebliche, die behaupten, dass wir nicht kämpfen sollen, ach, du bist zu gemein oder irgendwas, du bist nicht nett genug. Aber ich möchte euch eine biblische Begründung geben für Verteidigung. Was du verstehen musst, ist, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, oh, ich bin größer, ich stehe da drüber. Natürlich steht Gott drüber über seinen Feinden, ja klar. Aber das Ding ist, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, das heißt, er sucht seine Ehre. Er wird es nicht zulassen, dass seine Ehre geschändet wird von den Feinden des Herrn. Okay? Schlag mit mir auf 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5. Und in 2. Mose, Kapitel 20 werden uns die 10 Gebote vorgestellt. Und die 10 Gebote, die sind ziemlich universell für die Christenheit. Die kennt eigentlich so ziemlich jeder. Auch viele Ungläubige kennen ungefähr die 10 Gebote, was ungefähr drin steht. Aber ich denke, viele Christen würden ein Problem bekommen mit Vers 5, wo steht, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Okay? Was bedeutet das wieder, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Er wird nicht zulassen, dass seine Ehre geschändet wird. Er wird seine Ehre nicht preisgeben. Johannes Kapitel 8, Vers 50. Ich aber suche nicht meine Ehre, sagt Jesus. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und errichtet. Das Ding ist, als Jesus hier auf diese Erde kam, wozu ist er gekommen? Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus, als er hier auf der Erde war, hat nicht seine Ehre gesucht. Jesus ist nicht derjenige, der Sohn Gottes ist nicht derjenige, der seine Ehre sucht. Gott hat uns gezeigt durch seinen Sohn Jesus Christus hier auf der Erde, was es heißt, demütig zu sein, was es heißt, seine Feinde zu lieben, was es heißt, zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber Jesus sagt dann weiter, es ist einer, der sie sucht und errichtet. Und wie ich das verstehe, ist, dass Gott der Sohn nicht seine Ehre sucht, aber Gott der Vater sucht seine Ehre. Und lasst mich euch einen Vers geben, Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Ja, Gott sucht seine Ehre. Jesus hat uns gezeigt, was es heißt, demütig zu sein. Das ist der Grund, warum wir auch Jesus lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er sich hingegeben hat, weil er demütig war. Ja. Aber letzten Endes wird Gott es nicht zulassen, dass seine Ehre geschändet wird von den Feinden Gottes. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, sagt Gott, noch meinen Ruhm den Götzen. Und die Bibel sagt, Ehre wem die Ehre gebührt. Gott gebührt Ehre. Ja? Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Treue und Gnade willen. Gott ist eifersüchtig, er will angebetet werden und will, dass du auf seiner Seite bist. Und du sagst, ach, ich bin neutral. Schwachsinn. Du kannst nicht neutral sein als Christ. Schlag mit mir auf Lukas Kapitel 11, Vers 23. Lukas Kapitel 11, Vers 23. Du kannst nicht neutral sein als Christ. Das geht nicht. Gott erwartet von dir als Christ, dass du auf seiner Seite bist, dass du kämpfst im Herr des Herrn. Lukas Kapitel 11, Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn du nicht mit Jesus sammelst, wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, dann zerstreust du. Du bist dann nicht neutral. Das funktioniert nicht. Und warum ist das so? Die Bibel sagt auch in den Sprüchen, dass der Faule der Bruder des Zerstörers ist. Also jemand, der faul ist, ist eigentlich so gut wie ein Zerstörer. Er ist der Bruder des Zerstörers. Brüder sind verwandt, sie sind ziemlich gleich, sie sind sich ähnlich. Wenn du faul bist als Christ,
nicht arbeitest, nicht bereit bist zu kämpfen, für das Evangelium Seelengewinn zu gehen, dann bist du eigentlich ein Bruder des Zerstörers. Jesus sagt, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Du kannst nicht neutral sein als Christ. Du musst Partei ergreifen. Und dann fragst du vielleicht, okay, sollen wir wirklich Gott verteidigen? Sollen wir die Bibel verteidigen? Und ich möchte euch einfach ein paar Verse dazu geben. Schlagt mit mir auf Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1. In Vers 7 steht, Philipper Kapitel 1, Vers 7, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Also bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Ja, Gott will, dass du sein Evangelium verteidigst. Gegen die Feinde des Kreuzes, gegen die Widersacher des Herrn. Im selben Kapitel, Vers 15 bis 17, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnissen zuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und das ist ein typisches Motiv, gerade in den Briefen von Paulus, immer wieder Kampf. Ja, immer wieder den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Verteidigen, das Evangelium verteidigen. Ja, es ist biblisch, das Evangelium zu verteidigen. Und wenn du das Evangelium nicht verteidigen willst, ja, dann liebst du anscheinend das Evangelium nicht. Ich meine, würdest du nicht das verteidigen, was dir am Herzen liegt? Ja, wir sollen das Evangelium verteidigen. Oh, mein Gott ist größer. Mit anderen Worten, ich bin faul und will nicht kämpfen und scheue den Konflikt. Und dann musst du dich ändern. Seelengewinn. Das Evangelium, das geht Hand in Hand eigentlich, muss verteidigt werden. Und du fragst dich vielleicht, okay, wer sind diese Widersacher? Wie sieht das praktisch aus? Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir hatten eine Frau hier in der Seelengewinngruppe, die war einige Zeit dabei. Die ist mit Moses relativ regelmäßig Seelengewinn gegangen. Die war auch letztes Jahr in Wittenberg dabei. Und wir dachten, es war alles in Ordnung. Ja, sie geht mit uns Seelengewinn, hat nie irgendwas Kritisches gesagt. Und vor einiger Zeit hat sie mir eine Postkarte geschrieben. Und ich lese die einfach mal vor. Lieber Anselm, bitte lies mal dieses Buch. Und sie hat mir hier so ein Buch mitgeschickt. Was ist falsch am Evangelium? Von Keith Green. Lies mal dieses Buch. Wir haben große Verantwortung. Nicht, dass du am Ende für die falsche Seite arbeitest. Es grüßt dich so und so. Und du denkst dir, okay, das klingt doch ganz nett. Ich meine, sie ist einfach nur besorgt, dass ich für die falsche Seite arbeite. Dass wir für die falsche Seite arbeiten. Sie ist einfach nur besorgt. Aber lass mich dir was erklären. Es gibt Leute, die nett sind zu dir und es gibt Leute, die nett scheinen, okay? Und wenn jemand die ganze Zeit nett scheint, scheint auf der richtigen Seite zu sein und dann hinterhältig ein falsches Evangelium unterjubeln will zum Beispiel oder dann erst im Nachhinein rauskommt mit dem, was die Person eigentlich glaubt, ein falsches Evangelium, Irrlehre, dann ist diese Person fake. Warum hat sie nicht währenddessen sie dabei war beim Seelengewinn, warum hat sie uns dann nicht kritisiert, wenn sie Kritik hatte? Hätte sie machen können, hat sie aber nicht gemacht. Solche Leute sind fake. Und, okay, man könnte sich denken, das ist keine große Sache. Ja, die hat mir hier so ein bescheuertes Buch geschickt und ich komme gleich noch dazu, was hier drin steht. Und eine Postkarte, ja, ist keine große Sache. Aber ich dachte mir, warum einfach wegwerfen, wenn man auch was daraus lernen könnte? Wenn ich das als Beispiel nutzen könnte. Das ist natürlich kein Vergleich zu den Feinden wie den Philistern. Ja, das ist hier kein wortwörtlicher Kampf. Aber es ist trotzdem, und ich komme gleich, wie gesagt, dazu, ein gutes Beispiel für einen Widersacher, für einen Feind des Kreuzes, für einen Feind von Seelengewinn. Und ich werde der Reihe nach dieses Buch durchgehen, was hier für falsche Lehren gelehrt werden und vor allem, was sie, diese Frau, die mir das geschickt hat, unterstrichen hat, weil das ist, was sie uns unterstellen will. Und ich möchte einfach mal kurz vorlesen, was hier steht auf Seite 18. Was ist falsch am Evangelium? Von Keith Green. Und da schreibt der Autor, Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Die Lehren Jesu und der Apostel enthalten immer wieder die Aufforderung, tut Buße und lasst euch retten. Buße heißt nicht nur, dass einem etwas leid tut, das ist nur Überführung. Buße ist nicht allein ein Wandel des Herzens und Willens, es ist ein Wandel der Handlung. Gott verlangt, dass wir, wenn wir aufrichtig davon überzeugt sind, dass unser Handeln falsch ist, uns von dieser Handlungsweise ab- und ihm zuwenden und dass wir uns dann verpflichten, nicht länger an sündigen Handlungen teilzunehmen.
Mit anderen Worten, es reicht nicht aus zu glauben an Jesus. Du musst auch von deinen sündigen Handlungen Abstand nehmen und ein besseres Leben leben als vorher. Ich frage mich, ob der Autor das geschafft hat. Wahrscheinlich nicht. Weißt du was? Das ist allein ist schon ein super Beispiel für einen Angriff auf das Evangelium. Es ist ein typischer Angriff auf das Evangelium. Ja. Und die Bibel sagt, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, Amen. Ohne die Werke. Und weißt du was? Das müssen wir verteidigen, denn es gibt Leute, die sagen, ja, es ist nur Gnade, es ist nur Glaube und wollen dir trotzdem ein falsches Evangelium unterjubeln. Und die Bibel sagt in Jona Kapitel 3, Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Also die Leute von Ninive, denen Jona hart gepredigt hat, die sind von ihren bösen Wegen umgekehrt, sie sind von ihren Sünden umgekehrt, sie haben Buße von ihren Sünden getan. Und was sagt Gott? Dass er ihre Werke sah. Also Gott bezeichnet Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde als Werke. Aber die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und der Autor schreibt nochmal, Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Und mit Buße meint er eben im Kontext hier Abkehr von Sünde, besseres Leben leben. Der Witz daran ist, offensichtlich kann sich Jesus ein Evangelium, eine Errettung ohne Umkehr von Sünde vorstellen. Ich meine, erklär mir mal, warum im Johannesevangelium, ausgerechnet im Johannesevangelium, kein einziges Mal das Wort Buße vorkommt. Ja. Woran könnte das wohl liegen? Ich lese euch vor, Johannes Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, all das wurde aufgeschrieben, damit wir gerettet werden können. Damit wir ewiges Leben haben können. Und was sagt der Typ hier? Rettung ohne Buße kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem kommt im Johannesevangelium, das geschrieben wurde, damit wir gerettet werden, kein einziges Mal das Wort Buße vor. Erklär mir das. Kurze Erklärung, was Buße bedeutet. Buße bedeutet ganz einfach Umkehr. Das ist ein anderes Wort für Umkehr. Beispiel, ich ging zur Kirche, vergaß aber meinen Schlüssel zu Hause und tat Buße. Das bedeutet, ich kehrte auf dem Weg um, ging zurück, holte meinen Schlüssel und ging wieder zur Kirche hoffentlich. Buße bedeutet einfach nur umkehren. Der Kontext bestimmt, was damit gemeint ist. Wenn im Kontext steht, was von Sünde die Rede ist, wie bei den Leuten von Ninive, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, ja, dann geht es natürlich um konkrete Werke, um Sünde, von denen sie umgekehrt sind. Aber wenn es heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, was ist damit gemeint im Kontext? Umzukehren vom Unglauben und zu glauben an das Evangelium. Ja. Sie haben vorher nicht geglaubt, jetzt sind sie umgekehrt und glauben an das Evangelium. Der Kontext bestimmt, was Buße bedeutet. Matthäus Kapitel 21, Vers 32. Matthäus Kapitel 21, Vers 32. Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl saht, also dass die Zöllner und Huren an Jesus glaubten, und ob ihr es wohl saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Was bedeutet hier Buße im Kontext? Zu glauben. Ja. Ihr tatet dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Aber Keith Green sagt, Buße ist immer ein Wandel der Handlung. Nein. Ich meine, Gott tut Buße in der Bibel. Kann Gott von Sünden umkehren? Nein, Gott hat keine Sünde. Es ist eben nicht immer ein Wandel der Handlung, sondern des Herzens. Und die Buße, die du tun musst, um gerettet zu werden, ist ein Wandel des Herzens. Lass mich dir das beweisen. Die Bibel sagt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also was muss sich wandeln? Womit musst du Buße tun mit deinem Herzen, um gerecht zu werden, um gerettet zu werden? Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum das eine Irrlehre ist, der erste Punkt, Umkehr von Sünde ist Werke, wird definiert durch Jona 3, Vers 10. Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Und Epheser 2, Vers 8 bis 9 sagt, dass wir nicht aus Werken gerechtfertigt werden, dass wir nicht in den Himmel kommen, indem wir gute Werke tun, indem wir unser Handeln ändern. Also Buße von Sünde, um gerettet zu werden, ist Werksgerechtigkeit. Der zweite Punkt, was hier an Irrlehre gelehrt wird in diesem Buch, das sie mir geschickt hat, was ich lesen soll, weil sie glaubt, dass ich auf der falschen Seite bin, anscheinend. Ja. Der zweite Punkt, was Irrlehre ist, ist Lordship Salvation. Dieses Buch ist voll von Lordship Salvation.
Und dieser Begriff Lordship Salvation, der lässt sich nicht wirklich übersetzen, aber es geht darum, dass du Jesus zu deinem Herrn machen musst, dass du Jesus nachfolgen musst, dich täglich verleugnen musst, die Gebote halten musst, im Grunde genommen, um gerettet zu werden. Nicht um ein heiliges Leben hier als Christ zu führen, um Gott zu danken, Gott zu dienen, nee, sondern um gerettet zu werden. Und das ist ein falsches Evangelium. Ich lese wieder den Absatz einfach vor. Eine weitere Lehre, sie ist seltsamer, als man glauben möchte, ist die Vorstellung vom fleischlichen Christen. Paulus hat geschrieben, dass er fleischlich ist, aber okay. Zu der vom Glauben Abgefallene so gern Zuflucht nehmen. Ich meine, ist das nicht einfach schön, wie hochmütig der Typ ist? Wie er einfach fleischliche Christen als vom Glauben Abgefallene bezeichnet? Wenn Paulus geschrieben hat, dass er fleischlich war? In diesem Beispiel verdrehter Logik werden wir zur Annahme verleitet, jeder Gläubiger, in Anführungszeichen, der gegenwärtig nicht mit dem Herrn geht, der sich den Freuden der Welt und den Lüsten des Fleisches hingibt, könne noch immer als Christ gelten. Er ist halt kein Christ erster Klasse mehr, sondern ein Christ zweiter Klasse. Ein fleischlicher Christ. Hier haben wir einen Gläubigen, der nicht mehr glaubt. Also was sagt im Grunde genommen? Der glaubt nicht mehr, der ist verloren, der hat seine Errettung verloren. Ich meine, ich kann das nicht anders interpretieren. Also vielleicht habe ich es falsch verstanden irgendwie, aber hier steht, ein Gläubiger, der nicht mehr glaubt. Das heißt, er hat geglaubt anscheinend, aber glaubt nicht mehr. Der Typ glaubt anscheinend, dass man seine Errettung wieder verlieren kann. Dass man irgendwann aufhört zu glauben und dann nicht mehr ewiges Leben hat oder was auch immer. Römer Kapitel 7, Vers 14. Sehr wichtiger Vers, unbedingt anstreichen. Römer Kapitel 7, Vers 14. Der Typ schreibt, dass diese Vorstellung von fleischlichen Christen einfach total absurd ist. Diese Lehre ist seltsamer, als man glauben möchte. Die Vorstellung von fleischlichen Christen. Aber Römer Kapitel 7, Vers 14 sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Okay, also war Paulus nicht gerettet? Hat Paulus nicht mehr geglaubt? Hat er sein ewiges Leben verloren? Das ist dumm. Es gibt eben doch fleischliche Christen. Wenn du im Fleisch wandelst, wenn du nicht im Geist wandelst, na, dann bist du halt fleischlich. Also, so einfach ist das. Er spricht Menschen den Glauben ab, aufgrund der Werke. Aber die Bibel sagt, nicht aus Werken. Ja. Es ist wirklich eine Hardcore Lordship Salvation, was der Typ hier lehrt. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen, du darfst nicht fleischlich sein, nicht irgendwie zurückfallen, ansonsten glaubst du nicht mehr. Hardcore Lordship Salvation. Und wie lässt sich das am einfachsten widerlegen? Nun, das Ding ist, Nachfolge ist eine tägliche Sache. Wenn du aufstehst, dann fällt nicht automatisch deine Bibel auf und du liest automatisch 4 Kapitel. Das wird nicht automatisch passieren. Nachfolge ist eine tägliche Sache. Du musst dich dazu entscheiden, jeden Tag Jesus nachzufolgen. Aber ist Errettung eine tägliche Sache? Wirst du jeden Tag aufs Neue gerettet? Siehst du, das ist der Unterschied. Nachfolge ist täglich. Paulus schreibt, ich sterbe täglich. Er verleugnet sich täglich. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, sagt Jesus, ist meiner nicht wert. Errettung dagegen ist einmalig. Johannes Kapitel 5, Vers 24, Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du bist hindurchgedrungen, du hast es geschafft auf die andere Seite, indem du an Jesus geglaubt hast. Nicht indem du ihm nachfolgst. Was du täglich tun musst. Errettung ist nicht täglich, okay? Es ist geschehen, es ist einmalig, es ist ohne Nachfolge, es ist unabhängig von deinen Werken. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, na dann Prost Mahlzeit, dann wirst du hier in diesem Leben irgendwann zerstört vielleicht. Aber du hast ewiges Leben, du kommst in den Himmel. Ich meine, du willst bestimmt selbst nicht, dass dein Leben sinnlos ist auf der Erde, oder? Aber dein Leben wird sinnlos sein, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Aber kommst du in den Himmel? Ja, weil du geglaubt hast. Weil du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Nachfolge ist schwierig, Errettung ist einfach. Jesus hat alles getan. Der dritte Punkt ist, dieser Autor hier, Keith Green, behauptet, es sei nicht biblisch, Menschen im Gebet anzuführen, Menschen im Gebet anzuleiten. Und jetzt komme ich konkret zu der Verteidigung von Seelengewinn, von unserer Methode. Weil diese Frau, die mir das geschickt hat, die ist gegen unsere Seelengewinn-Methode. Sie war dabei, hat nie irgendwas gesagt. Jetzt ist sie auf einmal dagegen. Sie war anscheinend die ganze Zeit dagegen und ist einfach nur fake. Ja. Und zwar schreibt der Autor auf Seite 38,
Ich bin überzeugt, ein wahres Übergabegebet wird aus jedem heraussprudeln, der wirklich nach Gott sucht und die Sklaverei der Sünde satt hat. Allein die Vorstellung, dass man jemanden in einem Gebet anleitet, ist ganz und gar lächerlich. Man findet noch nicht einmal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel oder in den Biografien und Schriften der Kirchengeschichte. Dann kommen natürlich die Kirchenväter. Was haben die geschrieben? Ist mir egal, was die geschrieben haben. Diese angeblichen Kirchenväter, diese angeblichen, Betonung auf angeblich, die waren meines Wissens zum Großteil überhaupt nicht gerettet. Die haben Irrlehren gelehrt. Warum soll ich mich an irgendwelchen bescheuerten Kirchenvätern orientieren, die schon lange nicht mehr leben? Man findet noch nicht einmal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel. Okay, wie wäre es mit Apostelgeschichte 22, Vers 16? Apostelgeschichte 22, Vers 16. Sehr wichtiger Vers zum Seelengewinnen. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Der Typ behauptet hier, es sei überhaupt nicht biblisch. Es gäbe noch nicht mal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel, dass man jemanden im Gebet anleitet, dass man ihm sagt, hey, du musst den Namen des Herrn anrufen. Lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Das sei überhaupt nicht biblisch. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen. Und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ja. Lass mich dir den Kontext geben von der Geschichte. Ananias spricht das zu Saulus. Er sagt zu Saulus, der dann Paulus heißt, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das sagt Ananias. Und was lernen wir daraus? Dass Saulus zu dem Zeitpunkt noch nicht gerettet war. Weil viele Leute glauben, dass Saulus sich bekehrt hätte, als ihm Jesus erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus. Aber das ist nicht der Fall, denn Ananias sagt hier, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also seine Sünden waren noch nicht abgewaschen, er war noch nicht gerettet zu dem Zeitpunkt. Und ich bin mir sicher, dass ihm das Evangelium nochmal erklärt wurde, auch wenn das hier nicht konkret berichtet wird. Es ist einfach nur ein kurzer Ausschnitt. Und der Vers im Grunde genommen ist eine Anleitung, wie man gerettet wird. Ja, man soll seine Sünden abwaschen lassen, indem man den Namen des Herrn anruft. Indem man glaubt und den Namen des Herrn anruft. Also was haben wir hier? Ein biblisches Beispiel dafür, dass jemand einen anderen im Gebet anleitet. Der sagt, hey, du musst den Namen des Herrn anrufen. Der nicht einfach sagt, ja, das Gebet wird irgendwann aus dir heraussprudeln, wenn du die Sklaverei der Sünde satt hast und den dann einfach gehen lässt, also, ohne dass er gerettet ist überhaupt. Weil du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das ist, was die Bibel sagt. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Menschen im Gebet anzuleiten ist biblisch. Zu sagen, du musst den Namen des Herrn anrufen, lass mich dir helfen dabei. Das ist durchaus biblisch. Also wir haben, wenn wir Seelengewinn gehen und diese Methode anwenden, die Bibel auf unserer Seite. Ja. Wir haben einen Vers, Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und ich habe Leute satt, die Seelengewinn kritisieren und selbst nichts tun. Ja. Die Leute, die Seelengewinn kritisieren, sind die nichts tun in der Regel. Ich meine, die haben keine Ahnung davon. Die wissen nicht, wie das ist, mit Leuten zu sprechen, die verloren sind, ihnen das Evangelium zu erklären, sie ja, dazu zu bringen, mit Liebe, mit Ausdauer, dass sie den Namen des Herrn anrufen, dass sie vertrauen auf den Herrn. Sie haben keine Ahnung davon. Und ich werde Seelengewinn verteidigen gegen die Feinde des Evangeliums. Und wir sollten sein wie Schammer, der sich nicht wegbewegt und sagt, das ist Seelengewinn, das ist korrekt. Und mir ist klar, es gibt hier und da verschiedene Methoden, man kann verschiedene Verse verwenden, das ist in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe, was wir tun. Ja, es ist jetzt nicht irgendwas komplett anderes, dass jeder hier irgendwie komplett seine eigene Methode hat, die völlig unbiblisch ist, sondern wir haben eine biblische Methode und ich werde mich nicht davon wegbewegen. Ja, wir sollten sein wie Schammer, der sagt, das ist die Wahrheit, das ist der Acker, auf den ich gehe, ich werde mich nicht wegbewegen, sondern werde verteidigen. Und in diesem Buch gibt es einen Anhang von William MacDonald. Und William MacDonald ist ein ziemlich bekannter Name. Ich habe ein, zwei Bücher, glaube ich, von ihm gelesen und dachte eigentlich, der Typ sei in Ordnung. Soweit ich mich erinnern kann, fand ich die Bücher ganz in Ordnung. Gar nicht so schlecht. Aber dieser Anhang zeigt, dass der Typ einfach ein falscher Prophet war. Und zwar hardcore. Der Typ ist nicht gerettet, brennt in der Hölle. Und das vierte, was ich widerlegen möchte, ist, dass man irgendwie ein Gebrochensein haben muss. Dass man ein gebrochenes Herz haben muss. Irgendwie tief bewegt sein muss. Ach, ich bin verloren und irgendwie was Emotionales draus machen muss als Notwendigkeit für die Errettung. Und das ist falsch.
Und William MacDonald schreibt auf der Seite 53, eine echte Bekehrung, oder ich lese noch davor, der erste verhängnisvolle Fehler besteht darin, dass wir nicht genügend Nachdruck auf echte Buße legen. Also echte Buße, was auch immer das bedeutet, in dem Kontext wahrscheinlich wieder von seinen Sünden umzukehren. Ja. Eine echte Bekehrung ohne tiefes Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit gibt es nicht. Es ist eine Sache, verstandesmäßig zu bejahen, dass ich ein Sünder bin, aber es ist etwas ganz anderes, durch den Heiligen Geist von persönlicher Schuld in meinem Leben überführt zu werden. Und was er sagt im Grunde genommen ist, dass du ein besonders tiefes Bewusstsein haben musst von deiner Sündhaftigkeit, um gerettet zu werden. Ansonsten kannst du nicht gerettet werden. Also es reicht nicht einfach zu wissen, okay, ich habe Gottes Gesetz gebrochen, weil ich schon mal gelogen habe. Das würde laut William MacDonald nicht ausreichen, sondern du brauchst ein tiefes Bewusstsein. Also allgemein ausgedrückt, eine bestimmte Intensität von Sündenerkenntnis ist nötig, um gerettet zu werden. Nur das Ding ist, er sagt nicht, welche Intensität. Ich meine, wann ist es dann genug? Wann hast du genug Sünden in deinem Leben erkannt? Wann hat dich der Heilige Geist genug überführt von deiner eigenen Sündhaftigkeit? Wann reicht es denn endlich aus? Achso, und übrigens, das ist ein Satz, den sie unterstrichen hat. Das sieht man daran, dass es ein pinker Stift ist, ja, das ist nicht meine, okay? Eine echte Bekehrung ohne tiefes Bewusstsein der eigenen und so weiter gibt es nicht. Das hat sie unterstrichen, das ist, was ich halt unbedingt lesen soll, was wir unbedingt wissen sollen. Anscheinend unterstellt sie uns, dass wir keine echten Bekehrungen vorzuweisen haben. Weil wir nicht genügend auf den Sünden der Leute herumreiten. Weißt du was, wenn ich Seelengewinn gehe, dann will ich nicht auf den Sünden der Leute herumreiten, wie Ray Comfort zum Beispiel, der erstmal mit dem Gesetz kommt, hast du dies getan, hast du das getan und hast du das getan. Das ist nicht das Ziel, Leute abzuschrecken. Es reicht aus, wenn jemand erkennt, ich habe schon mal gelogen, ich bin ein Sünder, okay, ich habe es verstanden. Lass mich dir das biblisch stichfest beweisen, dass es ausreicht, eine einzige Sünde zu erkennen. Ist völlig ausreichend. Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Da lesen wir, denn wer das ganze Gesetz hält, du hältst das ganze Gesetz, angenommen, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und Vers 11, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Also, worum es hier im Grunde genommen geht, ist, angenommen, du würdest das ganze Gesetz halten, ein perfektes Leben leben, dann lügst du ein einziges Mal. Ja, nur irgendeine Sünde, ein einziges Mal. Dann hast du das ganze Gesetz gebrochen. Dann bist du in allem schuldig geworden. Das ist ziemlich krass, oder? Du bist schuldig an dem gesamten Gesetz. Die Begründung ist, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Also es geht um das ganze Gesetz. Gott wird nicht sagen, okay, du hast nur dieses eine Gebot gebrochen, ich lasse dich in den Himmel, sondern Gott wird sagen, du hast mein Gesetz gebrochen, weil es um das ganze Gesetz geht. Es geht um das Ganze. Ja. Somit reicht es aus, sich eine einzige Sünde einzugestehen, um zu verstehen, dass du einen Retter brauchst. Du brauchst nicht eine bestimmte Intensität der Sündenerkenntnis. Das ist nicht nötig, dass du irgendwie eine besonders tiefe Sündenerkenntnis hast. Denn wenn du verstehst, dass du ein Gesetz gebrochen hast, ein Gebot gebrochen hast, dann hast du verstanden, dass du einen Retter brauchst. Weil du dann das ganze Gesetz gebrochen hast. Du bist in allem schuldig geworden. Und brauchst einen Retter. Und warum nutzen wir, wenn wir Seelengewinn gehen, gerne Lüge als Beispiel? Warum nutzen wir dieses Beispiel? Weil die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 4, das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreicher vorgehst, wenn man mit dir rechtet. Also die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Lügner ist. Jeder Mensch erweist sich als Lügner. Also ist doch logisch, ist doch biblisch, dieses Beispiel zu nehmen, der Lüge. Also zu sagen, hey, ich habe schon mal gelogen, das ist das Problem, deswegen habe ich die Hölle verdient. Du hast wahrscheinlich auch schon mal gelogen. Ja, ja. Ich meine, das ist nicht schwer zuzugeben. Damit hackt man nicht auf den Leuten rum. Und die Bibel sagt, dass jeder gelogen hat. Das heißt, jeder kann sich das eingestehen, rein theoretisch. Auch wenn es manche nicht machen. Ja. Aber das ist tatsächlich ein gutes biblisches Beispiel. Und warum kann sich das jeder eingestehen? Warum weiß jeder Mensch, dass Lüge eine Sünde ist? In Römer Kapitel 2, Vers 14 steht, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt,
So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also wenn wir Lüge als einziges Beispiel nutzen, um jemandem aufzuzeigen, dass er ein Sünder ist, dass er einen Retter braucht, ja, dann ist das völlig ausreichend. Warum? Jeder Mensch ist ein Lügner und sie haben das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben. Und es geht hier um Heiden im Kontext, ja, es geht um Ungläubige. Sie haben das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben. Sie wissen, dass Lüge falsch ist. Es gibt extrem hochmütige Leute, die das nicht eingestehen wollen, die sagen, oh, ich habe noch nie gelogen. Oder dann mit so Zeug kommen wie, ja, mal eine Notlüge, als sei das irgendwie was anderes. Aber ja, sie wissen, dass es falsch ist. Gott hat sein Gesetz in ihre Herzen gegeben. Jedem Menschen. Und wieder kann ich sagen, unsere Methode ist biblisch. Ja? Das will sie nicht wahrhaben, aber unsere Methode ist biblisch. Wir haben die Bibel auf unserer Seite. Und das ist eben die Stelle, die diese Widersacherin, diese Feindin des Evangeliums unterstrichen hat, was sie uns unterstellen will, dass es bei uns keine echten Bekehrungen anscheinend gibt, weil wir nicht nachdrücklich die Sünde betonen der Menschen. Also sorry, dass ich nicht drauf rumhacke, auf dem, was andere Leute tun. Es reicht aus, dieses eine Beispiel. Und es ist wirklich eine extrem schädliche Lehre, was hier steht. Schädlich warum? Weil wir Leute abschrecken. Leute wollen nicht wiederkommen. Leute wollen nicht sich noch eine Chance geben lassen. Sie sind abgeschreckt. Ja, der hackt nur auf meinen Sünden rum. Der will nur über das Gesetz sprechen, was ich schon alles getan habe. Ja, das ist nicht schön. Niemand will das. Und wir würden sie damit abschrecken, ohne überhaupt zum Kern des Evangeliums gekommen zu sein. Ja. Hier wird so viel Wert drauf gelegt. Ach, du bist so sündhaft, du musst von deinen Sünden umkehren. Dabei sind wir damit noch gar nicht zum Evangelium gekommen. Dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir an ihn glauben sollen. Und jetzt kommt einfach die unfassbarste Stelle im ganzen Buch. Und das ist wirklich ungelogen das Dümmste, was ich je gelesen habe. Also ich übertreibe wirklich nicht. Das ist das Dümmste, was ich je gelesen habe. Seite 54, da steht, wir nehmen dem Evangelium die Schärfe, wenn wir den gefallenen Zustand des Menschen nicht nachdrücklich hervorheben. Wenn wir ein derart verwässertes Evangelium bringen, nehmen die Menschen das Wort Gottes mit Freude an, statt mit tiefer Reue auf. Seit wann nimmt man das Evangelium nicht mit Freude auf? Hä? Also, wenn wir ein derart verwässertes Evangelium bringen, na, also wir haben anscheinend verwässertes Evangelium, nehmen die Menschen das Wort Gottes mit Freude an. Statt mit tiefer Reue auf. Was? Ich dachte, eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft nimmt man mit Freude auf, oder? Wie komisch ist das denn? Und ich möchte eben genau auf diesen Satz eingehen, nehmen die Menschen das Wort Gottes mit Freude an. Und ich frage mich wirklich, ob der Typ überhaupt selbst gelesen hat, was er da schreibt. Ich meine, weiß er, was das Wort Evangelium bedeutet? Das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft. Lasst mich euch einen Bibelvers dazu geben. Sprüche 25, Vers 25. Sprüche 25, Vers 25 kann man sich gut merken. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Also kühles Wasser. Ah, es ist so schön, das zu trinken. Endlich kühles Wasser an einem heißen Tag. Ich meine, ist es nicht schön, kühles Wasser zu trinken? So ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Also seit wann freut man sich nicht über eine gute Botschaft? Was soll das? Und eigentlich, was der Typ hier tut, dieser William MacDonald, er beklagt, dass sich Menschen freuen über das Wort Gottes, dass sich Menschen freuen über das Evangelium, dass sie es mit Freude annehmen. Er beklagt das. Ich meine, es ist so extrem gottlos, es ist so bösartig, zu kritisieren, dass Menschen das Evangelium mit Freude aufnehmen. Sprüche 25, Vers 25 ist, wie gesagt, ein super Beispiel, dass man eine gute Botschaft mit Freude aufnimmt. Ja? Und falls ihr bis hierher nicht aufgepasst habt, will ich euch nicht unterstellen, dann solltet ihr aber jetzt zuhören. Und zwar Markus Kapitel 10, Vers 17. Markus Kapitel 10, Vers 17. Wir lesen den ganzen Abschnitt Markus Kapitel 10, Vers 17. Das ist der Abschnitt über den reichen Jüngling.
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also was tut Jesus? Er will ihm aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Das ist im Grunde genommen das, was wir tun, Leuten aufzuzeigen, du hast das Gesetz schon mal gebrochen. Ja? Und nicht irgendwie auf eine super argumentative Art und Weise, dass wir irgendwie einen Streit mit ihnen anfangen, sondern ihnen einfach aufzuzeigen, okay, jeder Mensch hat das Gesetz schon mal gebrochen. Er beantwortete, Vers 20, er beantwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Also, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und womit haben wir es hier zu tun? Bei diesem reichen Jüngling, wie er bezeichnet wird, bei diesem Mann, der zu Jesus kommt und fragt, was er Gutes tun muss, um das ewige Leben zu erben. Wir haben es mit jemandem zu tun, der extrem hochmütig ist, der sich nicht seine Sünde eingestehen will. Denn Jesus sagt, er zählt hier die Gebote auf und er sagt dann, er beantwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Stimmt das, was er hier sagt, dass er das alles gehalten hat von seiner Jugend an? Das stimmt nicht, oder? Denn auch schon im Alten Testament lesen wir, dass unter den Menschen kein Gerechter ist auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Aber der Typ glaubt anscheinend, dass er alle Gebote gehalten hat. Also natürlich muss ihm noch mehr aufgezeigt werden, dass er ein Sünder ist. An dem muss noch mehr gearbeitet werden. Weil er hat noch nicht mehr erkannt, dass er ein Sünder ist. Er glaubt, er hat alles gehalten von seiner Jugend an. Und geht nicht darauf ein. Anstatt zu sagen, okay, Jesus, ich habe gesündigt. Sagt er, ja, das habe ich alles gehalten. Und was macht Jesus? Jesus gewann ihn lieb. Es ist nicht so, dass er irgendwas gegen ihn hat, sondern er will ihn gewinnen natürlich. Jesus gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Also, du hast das alles gehalten, aber eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also, ich verstehe das so. Der Typ glaubt, er hätte alles gehalten. Und Jesus packt ihn aber an dem einen Punkt, wo er ganz genau weiß, dass er es nicht gehalten hat. Also wo er auch dieser reiche Jüngling erkennen kann, okay, das habe ich noch nicht gehalten. Nämlich Jesus nachzufolgen. Das ist nicht, was er tut. Und jetzt passt auf. Wer ist derjenige, der mit Trauer anstatt mit Freude auf das Wort Gottes reagiert? Wer ist derjenige, der mit Trauer anstatt mit Freude auf das Wort Gottes reagiert? Es ist der Hochmütige. Es ist nicht derjenige, der das Evangelium annimmt, sondern es ist der es ablehnt. Das ist derjenige, der mit Trauer reagiert. Ja, der traurig wird, wenn er versteht, okay, ich habe doch noch irgendwas nicht gehalten. Der dann sogar weggeht und nicht gerettet wird. Und William MacDonald schreibt hier eben: Wenn wir ein derart verwässertes Evangelium bringen, nehmen die Menschen das Wort Gottes mit Freude anstatt mit tiefer Reue auf. Also, sein Verständnis von Reue ist eigentlich Traurigkeit, weil er stellt es der Freude gegenüber. Ja? Also laut ihm sollte man mit Traurigkeit reagieren, anstatt mit Freude. Aber wer ist derjenige, der mit Traurigkeit reagiert? Das ist derjenige, der hochmütig ist, der nicht das Wort Gottes annehmen will. Ein demütiger Mensch wird mit Freude reagieren. Ein demütiger Mensch hat kein Problem damit zu sagen, ja, ich habe schon mal gesündigt. Der hat kein Problem, sich das einzugestehen, weil er eben demütig ist. Und weißt du was? Das zeigt, dass der Autor selbst hochmütig ist. Dass der Autor selbst selbstgerecht ist. Dass er nicht das Evangelium angenommen hat, im Grunde genommen. Wenn wir so wollen. Denn
Und vor allem er setzt Demut im Grunde genommen mit Trauer gleich. Aber das ist falsch, denn in Jesaja 33, Vers 6 lesen wir: Und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis, und die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Also die Furcht des Herrn wird Zions Schatz sein. Den Herrn zu fürchten, demütig zu sein, das ist ein Schatz. Und über einen Schatz freut man sich. Man reagiert nicht mit Trauer über einen Schatz. Ja? Natürlich muss man eine gewisse Demut haben, um sich einzugestehen, dass man ein Sünder ist. Natürlich muss man eine gewisse Demut haben, sollte keinen Stolz haben, damit man das Evangelium annimmt. Natürlich ist es etwas demütigend zu sagen, ja, ich habe schon mal gesündigt, ich komme in die Hölle. Aber weißt du was? Ein demütiger Mensch wird mit Freude reagieren auf das Evangelium. Er wird es mit Freude annehmen, er wird sich retten lassen. Der Hochmütige, der geht traurig weg, weil er sein Vertrauen auf sich setzt, auf seinen Reichtum. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war, meine Argumentation. Demut, Gottesfurcht, ist nicht mit Trauer gleichzusetzen. Es zeigt einfach, dass der Typ selbst hochmütig ist. Dass er keine Freude hat, den Herrn zu fürchten. Dass er es nicht als Schatz empfindet, Gottesfurcht zu haben. Ja? Fünftens, die Unterstellung, wir würden Menschen überreden. Auf der Seite 55 schreibt der Autor: Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die durch die gewandte Verkaufstechnik des Seelengewinners zu einer Bekehrung überredet wurden. Und es ist kein Zufall, dass sie ausgerechnet diese paar Zeilen unterstrichen hat. Ich soll diese Zeilen lesen, wo es hier geht um buchstäblich Seelengewinner, wo der Autor von Seelengewinnern schreibt. Was unterstellt sie uns im Grunde genommen? Dass wir eine gewandte Verkaufstechnik haben, dass wir Leute überreden, sich zu bekehren. Wer von euch hat schon mal jemanden überredet? Hand hoch. Wer von euch, der schon länger Seelen gewinnen geht, glaubt überhaupt, dass sich jemand wirklich überreden lässt? Gibt es einen Atheisten, der sich überreden lässt, an Jesus zu glauben? Das ist so dumm, sowas zu behaupten überhaupt. Was zeigt das? Dass der Autor selbst nie Seelen gewinnen war. Er hat es selbst nie versucht. Weil jeder, der Seelen gewinnen geht, weiß, dass sich Menschen nicht einfach so überreden lassen. An etwas zu glauben, was für die meisten auch ziemlich peinlich ist irgendwie. Ich meine, wenn man Leute auf der Straße anspricht, gerade Jugendliche, sie reagieren manchmal ein bisschen mit Scham auf Jesus, wenn sie den Namen Jesus hören. Ja. Warum sollten sie sich überreden lassen? Das ist Quatsch. Aber das, was sie uns letztendlich unterstellt, dass wir eine gewandte Verkaufstechnik haben, wir verkaufen, ja, wir haben eine gewandte Technik und überreden Leute, an das Evangelium zu glauben. Die ganze Zeit war sie dabei, hat nichts gesagt, und jetzt greift sie genau das an, woran sie teilgenommen hat. Genau unsere Technik. Die ist jetzt angeblich total unbiblisch auf einmal. Und sie unterstellt uns im Grunde genommen unlautere Absichten, dass wir Leute einfach nur überreden. Sie unterstellt uns ein falsches, verwässertes Evangelium, aber selbst glaubt sie offensichtlich an ein falsches Evangelium. Selbst ist sie offensichtlich nicht gerettet. Sie findet dieses Buch hier anscheinend super. Ja? Ansonsten hätte sie mir das nicht geschickt. Es zeigt einfach, dass sie zu 100% blind ist. Sie kommt, glaube ich, aus einem pfingstlerischen Hintergrund oder so. Und wenn ein Blinder den anderen leitet, so werden beide in die Grube fallen. Ja. Das ist die traurige Wahrheit. Wer Seelengewinn kritisiert, hat selbst in der Regel keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Und natürlich gibt es auch berechtigte Kritik. Es gibt Leute, die so 1-2-3 repeat after me machen. Ja? Also einfach nur schnell, schnell, schnell. Ja, glaubst du an Jesus? Ja. Und gar nicht richtig erklärt haben, wer Jesus ist, was er getan hat. Und fertig. Natürlich ist das falsch. Aber das Ding ist, wenn er hier konkret Seelengewinner erwähnt, wen meint er denn damit? Denn die großen Leute, die bekannt sind für Seelengewinn, die haben das nicht gemacht. Wenn man zum Beispiel an Leute wie Jack Kiles denkt, aus den USA. Der hat nicht 1-2-3 repeat after me gemacht. Also wen meint er denn hier? Das sind alles Strohmann-Argumente. Das ist Quatsch. Wir überreden keine Menschen, wir geben Leuten die Chance, gerettet zu werden, aber sie müssen selbst glauben. Wir überreden sie nicht dazu. Und ich habe schon mal gesagt, hey, wenn jemand sagt, ich habe kein Interesse, dann ist es besser einfach zu sagen, okay, dann schönen Tag noch und tschüss. Und vielleicht bekommt der Nächste noch eine Chance. Weil wenn wir Leute überreden, dann werden wir sie abschrecken natürlich. Das ist natürlich nicht, was wir tun sollten. Ja?
Aber wir tun es auch nicht, wir überreden sie nicht, sondern wir lassen von ihnen ab, wenn sie kein Interesse haben. Dann haben sie eben kein Interesse, dann werden sie nicht zuhören. Kolosser Kapitel 1, Vers 28. Kolosser Kapitel 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also wir sollen Menschen ermahnen, wir sollen sie warnen vor dem, was kommt, dass sie in die Hölle kommen, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben, wenn sie nicht ihr ganz Vertrauen auf Jesus setzen. Wir sollen Menschen warnen. Ja, wir sollen sie überzeugen, aber natürlich nicht überreden. Ja. Und ich habe einfach mal einen Einblick gegeben, was hier drin steht, was sie mir unterstrichen hat, was sie uns unterstellt. Ja. Und es zeigt einfach, dass sie ein Feind des Evangeliums ist, ein Feind von Seelengewinnen. Und Feinde von Seelengewinnen, Feinde des Evangeliums, Feinde des Kreuzes sind Müll. Ja. Und wir sollten nicht aufhören, gegen die Feinde des Herrn zu kämpfen. Und warum? Philipper Kapitel 3, Vers 18. Philipper Kapitel 3, Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Also viele wandeln als Feinde des Kreuzes des Christus. Und wir sollten sein wie Schammer, der aufsteht gegen die Feinde Gottes, gegen die Philister und kämpft und sie widerlegt und die Wahrheit aufzeigt und zur Wahrheit steht und sich nicht überreden lässt, sich nicht abwenden lässt vom Seelengewinn, sich nicht abwenden lässt vom Evangelium durch irgendwelche bescheuerte Literatur von Leuten, die nicht gerettet sind, die nicht, selbst nicht Seelengewinn gehen oder was auch immer. Wir sollten uns nicht abwenden lassen, wir sollten stark stehen im Glauben und kämpfen gegen die Feinde Gottes. Amen. Amen.